Hallo, ich begrüße euch zum nächsten Video. Heute machen wir Kartoffelkrustis. Und zwar sind Kartoffeln übrig geblieben und dann habe ich gedacht, dann machen wir doch das gleich draus. Muss ja auch verwertet werden. Stimmt. Unser heutiger Begriff ist? Schlonzig. Okay, wie immer, wisst ihr es ja schon, am Ende wird Auflösung verkündet. Unsere Zutaten sind für heute. Einmal haben wir wieder unser Backbrotmehl. Dann nehmen wir das Backmalz, brauchen wir was. Heute nehmen wir ein brauner Balsamico dazu. Kartoffel, Kronbeere normal, die von gestern. Ein Salz, ein Wasser, eine Hefe und wieder ein Löffel Honig brauchen wir. Wir starten auch gleich, weil wir brauchen heute halt ein bisschen länger Zeit, weil man immer wieder zwischendurch gehen lassen muss. Das habe ich vorher vergessen noch. Und der heutige Gruß geht an Steffi nach Wieblinger, weil die hat gesagt, sie hat fast alle schwäbische Begriffe kennt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie den auch kennt. Ja, sie soll zurück und dann schreiben. Ja. Ich habe die Doppeltmenge heute, weil die Olfachmenge gibt gerade 6 Kartoffelkrustis. Und ich habe nur Kartoffel übrig, deswegen doppelte und dann friere Ei. Also, das sind dann 520 Gramm Mehl. Kartoffel. Kronbeere. Man kann aber auch Kartoffelbrei nehmen, wenn der übrig bleibt. Wieder mal fein reinigen. Einfach kleine Kartoffeln reiben. Aber kochte. Keine Ruhe. Mit Ruhe der Zicker, oder? Habe ich noch nicht. Sogar mit Kartoffelbrei. Aber mit Kartoffelbrei bleibt es nicht übrig. Da sind aber auch nicht da, wo noch eine Schlagerwelle. Du machst jetzt auch unsere Hand. Ja. So. Die guckt eh schon wieder, was Frage wieder macht. Ja. Sind zwei Brickeln. Dann mal schön die Hände waschen. Und dann hier geriebene Kartoffeln rein. Dann kommt 20 Gramm aufgelöste Hefe. Dann haben wir 2 Teelöffel Backmalz. Für was ist das Backmalz nochmal? Geschmack und das Fluffige nachher. Ah, okay. 3 Teelöffel Salz. 2 Teelöffel, wenn man ja die. Ich habe die Doppeltmasse. Mal gerade zu wenig. Honig? Ja. Da ist noch genug drin. Zwei Esslöffel Balsamico-Essig in dunkler. Und Wasser. Für unseren Teig wieder. Das lassen wir auch wieder so 5 Minuten kneten. Ah, musst du schaffen, die Maschine, gell? Ja. Es gibt auch einen festen Teig wieder, ne? Oder ganz andere Farbe, das letzte Mal. Machen wir auf. Gleich haben wir es geschafft. So. Ja, gucken wir mal. Ja, gucken wir mal, wie es ist. Da muss es sein. Ja. Ja. Das ist schon gut. Ja, peppert ja richtig. Ja, das ist auch von der Kartoffel, weil das ist schon ein recht feuchter Teig. Der kriegt jetzt, der wird mit Mehl bestäubt und darf 2 Stunden in der Schüssel gehen. 2 Stunden sind rum. Ich soll mal gleich da ein bisschen bemehlen.
Jetzt ist er gegangen. Was? Jetzt hat man es gesehen. Machen wir noch ein bisschen mehlige Hände. Weil der ist schon peppig, der Teig. Mhm. So. Durch die Kartoffel und die Feuchte ist er halt doch, glaube ich, setzen geschwind. Oh, das liebe ich ja sowas. Das Baby, gell? Oh, da kennt die. Bleib mich bloß wieder. Da kennt die immer. Wir machen ja die Doppeltmenge. Also sind wir 12 Abstecher. Das sieht aus wie in einer Bäckerei. Ja. So. 2, 4, 6, 7, 8. Man sagt das noch ein bisschen ein Stückle jetzt. Es geht zu krause wegen dann nachher. Geht es genetzte wegen, oder? Ja. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ganz egal. Also. Wir dann. So wie beim Brot, machen wir das jetzt mit denen weg. Dann schleifen es. Mhm. Es geht ja Knädel. Nein, es geht keine Knädel. Da brauchen wir da auch noch ein bisschen Mehl drauf, weil da muss es jetzt nachher noch mal ein bisschen gehen. So, halbe Stunde, dafür ist sie jetzt nachher zudeckt, nochmal gegangen. Hast du das schon mal gemacht? Ja. Heute ist mega? Ja. Gut. So, jetzt decken wir sie eine halbe Stunde zu. Lass jetzt nochmal entspannen, weil es doch recht malträtiert hat gerade. Ja. Und dann geht es weiter. Weitere halbe Stunde ist vergangen an Gehzeit. Jetzt nehmen wir mal unsere Teiglinge und dann jetzt auswählen. Ein bisschen eine längliche Form. Man kann das große Wellholz nehmen, aber auch ein kleines geht genauso gut. Dann jetzt das ein bisschen auswählen, so ungefähr. Legen es auf die Seite. Und die Gehzeit, die muss einfach wegen da sein, sonst, wenn er sich in den Spanner kann, dann zieht er sich jedes Mal wieder. Mhm. Und dann hast du halt auch das Ergebnis, wo du willst. Dann sollte man das ein bisschen mit Wasser besprühen. Dann tut man es bloß aufrollen. Wieder. Das geht ja halber. Nein, das geht krustig. Krustig. Und dann legt man das aufs Blech. Ich hole es gleich her. So. Also, bloß wieder aufrollen. Geht eigentlich auch. Ratzfatz. In Kuba machen sie so Zigarre. Also gut. Das sieht echt aus wie in der Bachstube. Mhm. Lass es wieder eine halbe Stunde zudeckt. Dann haben wir es dann auch noch drauf. Decken es zu. Und jetzt haben wir den Backofen auf Ober- und Unterhitze 240 Grad vorheizen.
Und in der Zeit, das hat man auch eine feuerfeste Form oder Schüsseln einstellen mit Wasser. Das gibt dann ein gutes Klima, ein richtig feuchtes Klima. Das brauchen die Wege nachher, um knackig und zum Aufbrechen. Jetzt, ich brauche es normal nicht, weil ich habe auch in meinem Backofen eine Brotbackstufe drin. Die macht es dann automatisch. Aber zum Aufheizen heute tue ich es jetzt einfach auch mit Nein. Unsere letzte halbe Stunde ist vorbei mit der Gehzeit. Die haben sich jetzt entspannen dürfen, ein bisschen aufgegangen. Oh, sind schon gewachsen. Für 25 Minuten in der Backofen und wir gucken natürlich jetzt wieder zu. Ich habe meine Schüssel noch drinnen stehen lassen. Also wie gesagt, ich bräuchte es nicht für meinen Backofen, aber ihr lasst sie einfach mit drinnen in den 25 Minuten. Das gibt einfach ein super Klima, das Feuchte. Und dann war die jetzt schön knusprig und dann halt auf. Wir gucken zu. Geschafft, wir haben lang genug gebraucht. Unser heutiger Begriff war schlonzig. Schlonzig, schlotzig, schleimig. Das war's. Genau. Okay, Steffi, und wie sieht's bei dir aus? Lass es mich wissen. Wir treffen uns zum nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann. Ciao.